Die Gemeinde Esch im Baselland leidet seit langem unter dem ständig zunehmenden Verkehr der Hauptstraße. Zur Entlastung wird die Straße daher zukünftig von dem bisher einmündenden Autobahnanschluss unterquert. Im Gegensatz zur Straße konnte die parallele Tramlinie der BLT nicht temporär verlegt werden und darf maximal 3 Wochen unterbrochen werden. Zu kurz für den Bau einer Unterführung. Daher wird die Decke der neuen Unterführung neben den Gleisen betoniert und dann in der 3-wöchigen Unterbrechung an ihre Position geschoben. Zur Planung und Optimierung des zeitlich ambitionierten Bauablaufs entstand vor Baubeginn ein Building Information Modeling, zu Deutsch Digitales Bauwerksinformationsmodell, kurz BIM oder BIM. Dazu ergänzte Marti das Computermodell des Projekts mit weiteren verknüpften Informationsebenen, sogenannten Dimensionen. In der 4. Dimension geben wir den einzelnen Element und Arbeitsabläufe die Produktions- und Arbeitsdauer mit. So simulieren wir den gesamten Ablauf einer Baustelle und haben ein exaktes Bauprogramm. So können wir Konflikte früh erkennen, die Abläufe zeitlich optimieren und so die Unterbrüche der Tramlinie möglichst kurz halten. Exakt nach Terminplan wurden die Tramgleise ausgebaut. Um Platz für die Betonplatte zu schaffen, wird das Gelände 2 Meter abgetragen. Dann konnte die über 1000 Tonnen schwere Platte verschoben werden. Hydrauliken heben die Platte an und rutschen auf Teflonlagern über die Gleitschienen. Geschoben wird die Platte von 2 Hydraulikzylindern mit jeweils etwa 15 Tonnen Druck. Nach gut 6 Stunden erreicht sie ihre endgültige Position über den vorbereiteten Auflagern. Dank der exakten Planung sind die Arbeiten voll im Zeitplan und das Tram wird wie vorgegeben nach 3 Wochen wieder fahren können. Doch das BIM-Modell wurde nicht nur für die Optimierung des Bauablaufs genutzt. Während des Baus erstellte Marti aus Drohnenaufnahmen genaue Modelle einzelner Bauzustände. In das BIM-Modell integriert, erlauben sie die genaue Bestimmung der Aushub- und Deponievolumen als Grundlage für die Abrechnung des Projektes. Auch zukünftig wird die Marti AG von den Arbeiten am BIM-Modell profitieren, denn in einer weiteren Informationsebene, der 5. Dimension, wurden einzelnen Elementen oder Bauteilen zur Preisbildung die präzise Materialisierung und die Kosten zugewiesen. Einmal definiert, lassen sich solche Elemente immer wieder verwenden. Es entsteht eine Marti-eigene Bauteilbibliothek, mit der sich zukünftige BIM-Modelle schnell befüllen und auswerten lassen. Damit können wir in Zukunft in den Datenmodellen der Planer schon in der Submissionsphase die Massenauszüge und die Preisbildung kontrollieren. Auch für den Auftraggeber, den Kanton Basel-Landschaft, ist das BIM-Modell dauerhaft von Nutzen. Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, werden die BIM-Daten der Marti AG und des Planers in unser zentrales BIM-Modell übernommen. Damit haben wir eine hervorragende Datengrundlage für den Betrieb und Unterhalt unseres Bauwerks. Die Digitalisierung im Bauwesen nimmt kontinuierlich zu. Dabei wird die Marti AG auch zukünftig Pionierarbeit beim Einsatz von Building Information Modellen im Tiefbau leisten und damit Mehrwert für die Projekte, die eigene Unternehmung und für den Auftraggeber erzeugen.